Scheibe mit eingeschlafen. Eingeschlafen bin ich. Viel getrunken. Ich bin seit 2 Tagen unterwegs und suche Wuff Wuff. Wuff Wuff, wo bist du? Ihr fragt euch bestimmt, wer Wuff Wuff ist. Erstmal hallo, Leute. Ich bin seit 2 Tagen unterwegs und suche Wuff Wuff. Das ist ein Hund, ein großer Hund. Dieser Hund gehört meinen Nachbarn, aber Wuff Wuff ist weggelaufen oder hat es verirrt. Ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht haben ihn die Geier aufgegessen. Ich suche ihn, ich muss ihn aber finden, ich finde ihn aber nicht. Ihr verdammten Geier, wenn ihr ihn aufgegessen habt, dann rupfe ich euch eure Feder raus. Wie fröhlich die da fliegen. Wisst ihr, wo Wuff Wuff ist? Verdammten Geier. Ja, Wuff Wuff. Wie gesagt, Wuff Wuff ist ein Hund. Er gehört meinen Nachbarn. Gehört die Nachbarn. Und er ist weg. Ich habe ihn damals gerettet. Ich habe ihn damals gerettet. Er war noch ein Welpe, ein ganz kleiner Welpe. Da habe ich das den Nachbarn gegeben. Und er hat gesagt, die kümmern sich um ihn. Und da habe ich ihn dann aufgezogen. Jetzt ist er weg und ich suche ihn schon seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen suche ich ihn. Aber ich finde ihn nicht. Und dann, was ist das? Ein Reh. Dieser Reh, der ist da in der Nähe von den Schienen. Das ist gefährlich. Verdammt, ich muss den Reh oder Hirsch, diesen Hirsch wegmachen von den Schienen. Hirsch, geh weg von den Schienen. Die Schienen sind gefährlich. Warte mal. So, ich muss ihn erschrecken. Er muss wegrennen wegen der Schüsse. So. Hier, renn weg. Ja, super, mein Hirsch. Bring dich in Sicherheit. Du bist in Gefahr, in Lebensgefahr. Ich konnte gerade den Hirsch retten. Aber vielleicht kommt jede Hilfe für Wuff Wuff zu spät. Ich muss Wuff Wuff finden. Ich hole mir erstmal ein Auto. Wie gesagt, seit 2 Tagen bin ich unterwegs. Durchgeht. 48 Stunden. So, ich muss mir erstmal hier ein Auto schnappen. Dann fahre ich mal. Ich muss auf jeden Fall etwas essen. Raus hier, du Arschloch! Raus hier! Ich brauch deine Karre. Notfall. Muss Wuff Wuff finden. So. Schnell zur Laden fahren. Ich muss mir Bier holen. Ich hab gerade richtig Appetit auf Bier. Leute, Scheiße. Da hinten. Ey, was für ein Zufall. Super. Schön parken hier. So, ja. Bier kaufen geht jetzt da rein. Kannst du nicht aufpassen? Ja? Die sind doch Trevor. Ja, da bin ich. Ja, kein... Oh nein, ich bin Lebensgefahr, ich muss wegrennen. Wie Lebensgefahr, wegrennen. Komische Frau. Ich hab nur geparkt, sie sagt, sie ist Lebensgefahr. Obwohl ich doch gar nichts mache. Ich suche Wuff Wuff. Ja, mal hier reingehen, hier. Ja, schön Bier kaufen. Ganz viel. Und weiterfahren. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Ist egal, in dieser Richtung, ob ich da... egal. Man sagt, dass ich jetzt ein Geisterfahrer bin, aber wenn ich ein Geisterfahrer wäre, würde ich doch nicht so hupen und meckern. Also bin ich doch kein Geist, oder? Auf die richtige Straßenseite fahren. Scheiße! So, ich muss dieses Auto loswerden. Das ist am besten. Dann mache ich meinen Weg zu Fuß weiter. Ich habe jetzt schon 2 Sterne. Polizei verfolgt mich schon. Verdammt. Egal, ich lasse das Auto einfach irgendwo stehen und lauf einfach weiter und suche Wuff Wuff weiter. Zu Fuß weiter. Oh, hier meine Freunde. Oh, mal gucken, wo ich hier parken kann. Dann renne ich einfach davon. Ich muss Wuff Wuff finden. Ich muss und werde ihn finden. Das Auto hinten irgendwo stehen gelassen und suche weiter zu Fuß. Wer sind denn diese Leute da hinten? Reingehen. Hey Leute, habt ihr Wuff Wuff gesehen? Habt ihr Wuff Wuff gesehen? Hey, ich rede mit euch. Nee, mein Freund, wir haben Wuff Wuff nicht gesehen, dein Hund. Ja? Wirklich nicht? Nein, wir haben überhaupt keinen Hund gesehen. Tut uns echt leid wie ein Hund. Menno, ohne Scheiße hier. Viel Glück bei der Suche, lass deinen Kopf nicht hängen. Ich geb mir Mühe.
Scheiße, was soll ich denn tun? Ja, hilf mir, kann mir hier keiner helfen hier. Kann mir keiner helfen hier. Hat einer Wuff Wuff gesagt. Wuff Wuff, wo bist du? Keiner kann mir helfen. Ey, guck mal diesen Schatten. Der Adler führt mich dahin. Ich glaube, er führt mich zu Wuff Wuff. Oh, ich hab Wuff Wuff gefunden. Super, danke Adler. Komm, ab nach Hause mit Wuff, dir. Wuff. Ab nach Hause. Ey, Nachbarn, ich hab Wuff Wuff wiedergefunden. Hier, guck danke, mal. Danke, schön, Wuff Wuff. Wuff. Danke. Ey, Freunde, ich glaube, ihr versteht nicht, was gerade passiert ist. Ich habe Wuff Wuff wiedergefunden, aber Wuff Wuff hat hier immer seinen Platz verteidigt. Er hat immer drauf aufgepasst, dass keiner dieses Land betreten hat. Hier, das Grundstück betreten hat. Ja? Und da hat er mich auch angegriffen, weil ich darf das Grundstück auch nicht betreten. Versteht ihr? Das heißt doch, Wuff Wuff ist eigentlich wieder okay. Wuff Wuff ist und bleibt der Alte. Hä? Super. Dankeschön, dass du ihn gebracht hast. Willst du nicht kommen und einen Tee mit uns trinken? Nein, ich habe noch was zu erledigen. Oh nein, er kommt auf mich zu. Ich hole mal lieber meine Schusswaffe raus. Falls er mich angreift, dann schieße ich auf seine Foto einmal, dass er kapiert. Ich glaube, er geht nur spazieren. Okay, alles okay. So, jetzt muss ich weiter. Ich muss zurück zu mir fahren. Ich muss nach Hause fahren. Los, weiter! Ich habe ein paar Sachen zu erledigen, mein Freund. Idiot! So, Wuff Wuff habe ich gefunden. Mein Nachbar ist wieder glücklich. Ich liebe Wuff Wuff. Ich habe Angst. Ich habe gedacht, ihm passiert was. Aber mit Wuff Wuff ist alles okay. So, jetzt ab nach Hause mit mir. Ich habe ein paar Sachen zu erklären. Er ist bei einer Rocker-Gang. Und er hat gesagt, er will... wie gesagt, er ist bei einer Rocker-Gang. Aber er hat mit mir auch noch nebenbei ein paar Geschäfte gemacht. Nun will er aufhören. Hey, tu ihm nichts. Halt's Maul. Ja, mischt euch nicht ein. Komm her, mein Freund. Ich hab gehört, du willst aufhören, mit mir Geschäfte zu machen. Ist das dein Ernst? Ja, Mann. Ich will nicht mehr Geschäfte machen. Ich will legal werden. Ja? Mein Freund, ja? Hör mal gut zu. Bitte sei mir nicht böse, aber ich will kein Krimineller mehr sein. Ich will auch nicht mal bei den Rockern sein. Ich will nicht mehr kriminelle Sachen machen. Komm her, ich verstehe das doch. Du hast gedacht, ich raste aus, wenn du sagst so. Ich raste aus! Du Stück Scheiße! Aus meinen Geschäften steckt man aus, wenn ich das sage, du steckst raus! Wenn ich sage, du bist draußen, dann bist du erst draußen! Ja. Oder du verlässt das Tod. Hast du verstanden? Nein! So, du bist jetzt draußen! So, Leute, kommt mit. Wir gehen jetzt zu den ganzen anderen Rocker und knallen die alle ab. Verstanden? Die ganzen anderen knallen wir jetzt ab. Diese verdammten Penner. So, los. Schnappt eure Waffen. Ja, wir fahren jetzt dahin zu den anderen Rockers, ja? Und knallen die alle ab. Schießerei mit einer von denen hat mit uns Geschäfte gemacht und er will aussteigen. Einfach aussteigen hinter unserem Rücken. Nein, so läuft das nicht. Ich werde die alle abknallen. Denn die anderen wollen nur Rache machen, aber bevor die denken, die können mich angreifen, werden wir die einfach auslöschen. Habt ihr verstanden? Ja, so machen wir das. Okay, Onkel Trevor, genau so machen wir das. Lass die alle abknallen. Auf geht's. Onkel Trevor, du bist der Beste. Hey, wo fährst du denn hin? Das ist die falsche Richtung. Das ist doch die falsche Richtung. Ich muss doch was hier klarstellen. Warte mal. Trevor wird wieder Blut fließen. Da gibt's nämlich ein paar Zeugen, die haben ein paar Sachen gesehen. So, wollen wir mal ein paar Sachen klarstellen hier. Na, ihr Penner? Na, habt ihr etwas gesehen? Nein, ich frage euch, habt ihr gerade gesehen, was gemacht habt? Ja oder nein? Nein, Trevor, natürlich haben wir nicht gesehen, was du getan hast. Nein, Trevor, du hast nichts gemacht, wir haben nichts gesehen. Wenn die Bullen hier auftauchen, was würdet ihr sagen dann? Dass wir nichts gesehen haben. Wir wissen gar nicht, um was es geht. Besser für euch, dass ihr schön eure Fresse haltet. Verstanden? Ihr habt nichts gesehen. Denn wenn irgendwas sagt, wisst ihr, was euch blüht, dann knall ich euch sofort ab. Ja, verstanden? Und wenn ich euch nicht abknalle, wird einer von meinen Leuten euch abknallen. Ja? Habt ihr verstanden? Ja, na klar. So. Ich glaube, die haben verstanden. So. So, wenn hier irgendwo einer ist, irgendwo, ja, der was petzt, wenn die Polizei auftaucht oder dein Leichenwagen auftaucht, ja, den knall ich dann ab. Ihr habt alle hier nichts gesehen. Onkel Trevor, du bist einfach eine scharfe Nummer. Lass uns ja zu den Bikern fahren. So machen wir es jetzt, mein kleiner Neffe. Jetzt fahren wir mal zu den Bikers hin. Und zeigen denen, wo es lang geht hier. Dieser Mistkäfer dachte ich, er kann aussteigen. Ne? Aussteigen gibt's nur, wenn ich sage, du bist draußen. Siehst du, und sonst kann man nur tot rauskommen. So, ist ja der Rest der Bande. Das ist nicht der Recht, das ist nur ein Teil von der Bande. Dann eben ein Teil, dann knallt. Erledigen wir nur einen Teil der Bande erstmal. Hey, alles klar bei euch? Hey, Trevor, alles gut? Schnauze, ihr Penner. Ihr fragt euch bestimmt, wo euer Freund ist, ne? Wo ist er aussteigen und so? Wo er geblieben ist und so? Kannst du es bitte nochmal sagen, wo er geblieben ist, ne?
Hier ist ein Stück von seinem Gehirn und sein Gehirn sagt, Dampf, was hast du ihm getan? Dass ihr in Lebensgefahr seid. Hört ihr, was er sagt? Ihr seid in Lebensgefahr. Gott. Habt ihr gehört? Ihr seid in Lebensgefahr. Ja? So, ihr kleinen Penner, hier ist ein Stück Gehirn. Wisst ihr warum? Weil er Faxen machen wollte mit mir. Und deshalb ist er erst brei. Du bist ein Kranker. Noch viel mehr. Ihr seid alle erledigt jetzt. Ich lösche euch alle aus. Versteht ihr? Versteht ihr? Ja, rennt weg. Rennt. Ihr seid alle erledigt. Das wirst du bereuen. Ja, die wollt abhauen? Okay, dann spielen wir im Katz und Maus. Los, alle rauf hier. Edward, Onkel, hier, es geht los. Yeah. Die denken echt, die können uns entkommen. Nix da! Wir machen die platt. Die denken echt, die können uns entkommen. Ja, Onkel Trevor, hinterher, wir machen die platt. Ja, genau. Ja, los, hinterher. Onkel Trevor, hinterher. Was hast du vor, sollen wir die abknallen? Nein, wir knallen die nicht ab. Wir werden einen nach dem anderen einfach wegrammen. Es muss doch Spaß machen. Ja, genau, es muss Spaß machen. Yeah. Ah, pass auf, Onkel Trevor, ich fix uns runter. Halt dich fest, du Memme. Ja, halt dich fest. Onkel Trevor, ja, es hat mich fest. Ich hab mich fest. Leute, hier. Ihr kleinen. Hinterher. So, noch ein bisschen, dann werden wir den ersten wegrammen hier. Yeah, Rockerbürger, wir werden richtig platt machen hier mit meinem Auto, mit meinem Pickup. Yeah, die große Katze kommt immer näher. Mein kleiner Maus, die kleine Maus, ja, ihr Kakerlaken. Yeah, und jetzt, und... Onkel Trevor, du hast ihn voll erwischt. Cool, ne? Du hast ihn richtig platt gemacht. Onkel Trevor, du bist echt cool. Ja, weiter geht's. Ja. Den ersten haben wir platt gemacht. Die Hexe Kackelacke haben wir einfach platt gemacht. So, stellt euch vor, dass mein roter Pickup einfach ein großer Stiefel ist. Den nächsten hier. Platsch, ja, weggetreten hier. So. Onkel Trevor, du bist und bleibst der Beste. Oh, yeah. Halt dich fest. Festhalten, mein Freund. Oh Gott, ja. Hey, ich glaube, Onkel Trevor, ich glaube, der fährt zu den anderen. Ja, er fährt zum Chapter. Ja, was denkt er sich denn? Er denkt dann, dass wir viel Angst haben, so? Weißt du was, wir fahren auch zum Chapter. Ja, da wo die ganzen anderen sind, ja? So Stützpunkt der Rocker. Wir knallen einfach alle auf einen Mann ab. Verstanden? So machen wir das. Habt ihr mich verstanden? Ja, Onkel Trevor, wir knallen die alle ab. Yeah. So, gleich ist das so weit. Er denkt echt, er kann uns entkommen. Entweder wir erwischen davor und wenn wir ihn nicht erwischen, knallen wir einfach alle ab. Genau. Die Karre fährt zu schnell von diesen, ne? Okay, wir sind angekommen. Verdammt. Okay, Leute, schnappt die Waffen, ja? Wir knallen die einfach alle ab, ja? Verstand, wir machen Hackfleisch aus dir. Okay, los geht's, Onkel Trevor, yeah! Okay, gib mir Rückendeckung. Okay, Onkel. Ja, ihr kleinen Idioten. Ihr habt's mit mir zu tun. Denkt, ihr könnt mit mir was, könnt Fax mit mir machen? Hier, nehmt das hier. Ich bin der Beste. Onkel Trevor, hinter dir. Verdammt, warte mal. Da, hinter der Deckung. Ja. Ist gut gemacht. Hinter dir. Verdammte Scheiße, gib mir Rückendeckung. Hier, nehmt das hier. Ich bin der Beste. Ich bin egal, wie viel ihr seid. Ich mache euch alle fertig. Ich bin eine verdammte Armee. Was seid ihr in meinen Augen? Scheiße. Nicht mehr und nicht weniger. So, Totalangriff. Das ist so krass. Das hier. Volltreffer, sauber. Schnell. Ihr habt's mit mir zu tun, mit einer verdammten Armee. Ich bin eine Ein-Mann-Armee und mach euch alle auf einmal platt. Ich bin der Beste. Hier, so in die Fresse. So. Flieht, lasst uns abhauen. Lasst uns abhauen. Weg hier. Wollt ihr abhauen? Bleibt mal hier. Er rastet aus. Es macht doch grad, fängt doch gerade an, Spaß zu machen. Damit habt ihr nicht gerechnet. Ich bin der Beste. Mit mir macht man keine Foxen. Ich bin die Atombombe. Ihr kleinen, ihr Mistkäfer. Kackelaken. Das ist so krass. Kann ich mal erleben.
Ja, schnell, schnell. Los, Leute, wir hauen noch ab. Hey, Onkel Trevor, das war echt cool. Wir haben die richtig fertig gemacht, die richtig in die Fresse geschlagen. So sieht's aus. Leute, abonniert den Kanal, um zu sehen, wie ich ausraste, wenn einer Faxe macht. Ich gehe hoch wie eine Atombombe. Yeah.